Also ich grüße alle Anwesenden. Mit meiner heutigen Präsentation möchte ich euch darauf aufmerksam machen, was für ein Wundermittel wir in der Hand haben. Ich bin kein Arzt oder Naturheiler. Ich habe lediglich das Buch von Dr. Asahiko Asai gelesen. Und das hat mich so begeistert, dass ich es euch erzählen muss. Das Buch kann man übrigens bei Amazon kaufen. Derzeit ist es nicht verboten. Sein Titel ist Organisches Germanium, eine Hoffnung für viele Kranke. Das Buch erzählt darüber, wie Dr. Asai in den 70er Jahren in seiner Germanium-Klinik nahezu alle Krankheiten mit purem organischem Germanium geheilt hat. Aber gehen wir Schritt für Schritt vor. Zuerst müssen wir klären, dass Germanium ein Element ist. Man kann es auf dem Periodensystem der Elemente finden. Es ist weder organisch noch anorganisch. Wenn wir über organisches Germanium sprechen, dann meinen wir eine chemische Verbindung. Dmitri Mendelejew hat das Vorhandensein eines Elements schon bei der Erfindung seines Periodensystems vorhergesagt und mit dem Namen Ecosilicium eingeordnet. Dieses Element war damals noch nicht gefunden. Erst in 1886 entdeckte Clemens Winkler, ein Chemiker an der Bergakademie Freiberg, der mit Kobaltglas arbeitete, ein bis dahin unbekanntes Element, das er Germanium nannte. Seine Entdeckung hat keinen großen Wirbel ausgelöst, man hat nur gemeint, das ist ein neuer Beweis auf Mendelejews Theorie und nichts anderes. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg hat man die Wichtigkeit der Halbleitereigenschaften entdeckt. Und Germanium wurde zum Diodenherstellung benutzt. Die Halbleiter haben spezifische Eigenschaften. Sie leiten Elektronen nicht so gut wie Metalle, aber als Nichtleiter können auch nicht verwendet werden. Das Wesentliche ist, die Halbleiter nehmen die Elektronen auf und geben sie wieder ab. Diese Eigenschaft hat das Interesse von Dr. Asai geweckt. Er hat vermutet, dass das Halbleiterphänomen eine Bedeutung für lebende Körper haben könnte. Aber wer war Dr. Asai? Ich würde am liebsten sagen, er war ein Phantom, weil ich kaum etwas über ihn im Internet gefunden habe, nicht mal ein Foto. Er ist im Jahr 1907 in der Mandschurei geboren. Damals hat dieses Land Japan beherrscht. Er hat sein erstes Diplom 1932 in Tokio bekommen. Er ist eigentlich ein Jurist. 1934 sandte man ihn als Vertreter einer Handelsfirma nach Berlin. 1940 wurde er am Polytechnikum in Charlottenburg immatrikuliert. Dort studierte er 4 Jahre Bergbau und Metallurgie. Nach dem Krieg ist er wieder nach Japan zurückgekehrt, wo er das Kohleforschungsinstitut gegründet hat. Seine Forschungen führten zur Entdeckung des Germaniums in der Kohle. Manche Kohlenarten enthalten große Mengen an Germanium. Wie bekannt ist, entsteht Kohle aus Pflanzen und Bäumen. So hat Dr. Asai vermutet, dass auch Pflanzen Germanium enthalten müssen. Er hat seine Theorie geprüft und es hat sich herausgestellt, dass besonders die bekannten Heilpflanzen große Mengen an Germanium enthalten. Hier habe ich einige Pflanzen mit dessen Germaniumgehalt aufgelistet. Die Maßeinheit ppm bedeutet Part per Million, Teil der Million. Der Zusammenhang war für ihn eindeutig, dann hat er nur noch 10 Jahre gebraucht, um organisches Germanium in seinem Labor herzustellen. Im Jahr 1967 hat er das geschafft. Das war der Germanium-Carboxyl-Ethyl-Sesquioxid, ich habe auch seine chemische Formel aufgeschrieben. Sein Name wurde auf GE132 gekürzt. Dr. Asain meinte, dass alle Krankheiten auf Sauerstoffdefizit zurückzuführen sind. Jeder weiß, dass Sauerstoff zur Erhaltung des Lebens absolut unerlässlich ist. Und man kann nicht leugnen, dass alle Krankheiten einem Mangel an Sauerstoff im Körper zuzuschreiben sind. Seien es nun Krebs, Herz- oder Geisteskrankheiten, denn jede tritt unleugbar bei Sauerstoffdefizit auf. Um den Wirkmechanismus von organischem Germanium verstehen zu können, müssen wir auch einige Prozesse des Körpers verstehen.
Die Energie zum Leben stellt unser Körper durch Verbrennung von Nahrungsmitteln her. Am Ende des Prozesses wird Kohlendioxid und Wasserstoff freigesetzt. Das Kohlendioxid atmen wir aus, zu Wasserstoff wird Sauerstoff gebunden und aus Wasser über die Nieren ausgeschieden oder verlässt als Schweiß unseren Körper. Völlig normal, dass auch sehr instabile und giftige Sauerstoffverbindungen, sogenannte Peroxide, entstehen. Die sind nicht unbedingt schädlich, weil diese Verbindungen auch unser Immunsystem benutzt, um Schädlinge zu töten. Wenn aber zu viele Peroxide entstehen, dann greifen sie auch unsere Zellen an. Um Peroxidverbindungen zu neutralisieren, braucht unser Körper extra Sauerstoff. Damit sinkt die Sauerstoffmenge in anderen Teilen des Körpers. Man kann also sehen, dass unser Körper viel Sauerstoff benötigt. Leider beansprucht unser falsches Lebensstil und falsche Essgewohnheiten extra Sauerstoff, den unser Körper dann von anderen Stellen wegnehmen muss. Das könnte ich so erklären, wenn man in einem Haushalt immer mehr Verbraucher einschaltet, immer mehr Strom benötigt wird. Solange genug Strom zuvorhanden ist, passiert auch nichts. Aber wenn die Spannung sinkt, beginnen die Lampen zu flackern, die Waschmaschine spielt verrückt, der Kühlschrank kühlt nicht mehr richtig. Wenn im Blut genug Sauerstoff vorhanden ist, kann unser Blut gut fließen. So kann das Blut auch bis in die kleinsten Kapillargefäße bis zur letzten Zelle fließen und die Organe mit allen wichtigen Stoffen versorgen. Was sind die Gründe des Sauerstoffdefizits laut Dr. Asai? Hier ist nicht weitergelaufen. Was sind die Gründe des Sauerstoffdefizits laut Dr. Asai? Erstens die Azidität. Die durch falsche Ernährung entstandene Azidität oder Übersäuerung heißt praktisch, dass im Blut extra Mengen an negativ geladenen Wasserstoffionen zirkulieren. Um diese zu entfernen, braucht man eine extra Menge an Sauerstoff. Zweitens, die Zufuhr von Nahrungsmitteln mit überschüssigen, ungesättigten chemischen Verbindungen erschöpft den Sauerstoffvorrat unseres Körpers. Dr. Asai meint, dass karzinogene oder krebserregende Substanzen und ungesättigte Verbindungen ein und dasselbe sind. Er empfiehlt also, natürliche Lebensmittel zu verzehren, da sie viel weniger ungesättigte Verbindungen enthalten als Lebensmittel in der verfeinerten Form. Drittens, Stress. Nach der Theorie von Professor Hans Seile der Universität Montreal führen die Stresshormone, die unser Körper produziert, zum Beispiel Adrenalin, auch zu Übersäuerung. Seine Experimente bewiesen, dass Mäuse, die ständig unter Stress gehalten waren, bald krank wurden und starben. Also Stress ist tödlich. Als Dr. Asai mit seinem wasserlöslichen organischen Germanium fertig wurde, war er schon am Ende seiner Fähigkeiten. Er litt nämlich an Rheuma und seine Ärzte gaben ihm wenig Hoffnung. Er konnte sich kaum mehr bewegen. Aber sein GE-132 befand sich noch im Versuchsstadium, ohne jegliche Zulassungen für Behandlungen von Menschen. In seiner Notsituation entschied er sich, GE-132 an sich selbst zu testen. In den ersten paar Tagen hatte er nichts Besonderes gespürt, aber am 10. Tag seiner Behandlung konnte er wieder aus dem Bett aufstehen und einen kurzen Spaziergang im Garten zu machen. Ein alter Freund von ihm, der selber ein Therapeut war, hat seine wunderbare Heilung gesehen und auch er hat seinen Patienten organisches Germanium gegeben. Die gute Nachricht, dass dieses Pulver wie ein Wunder wirken kann, hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Und die Behörden haben angeordnet, den Einsatz zu untersagen. Die Behandlung mit Germanium war ein Verstoß gegen die in Japan geltenden medizinischen Gesetze. Dr. Asai hat die Prozedur angefangen, um sein Mittel zulassen zu können. Die erste und wichtigste Prüfung war der Test auf Toxizität. Die gewöhnlichen Ermittlungen haben aber gezeigt, dass organisches Germanium völlig harmlos ist. Dr. Asai wollte aber auf Nummer sicher gehen
Darum hat er seine tägliche Dosis auf 3000 Milligramm erhöht. Die neuen Forschungen mit Mäusen haben gezeigt, dass man erst bei einer Tagesdosis von 238.000 Milligramm bei einem 70 Kilogramm schweren Menschen von einer toxischen Wirkung sprechen kann. Das ist das 158-fache der empfohlenen Höchstdosis. Ich möchte hier betonen, dass man organisches Germanium nicht mit anorganischem Germanium, das in der Industrie verwendet wird, verwechseln darf. Ich habe nicht genug Zeit zu erzählen, wie Germanium auf Tiere und auf Pflanzen wirkt, aber jedenfalls war die Wirkung sehr spektakulär. Die mit Germanium behandelten Pflanzen wurden gegen die Wetterveränderungen sehr widerstandsfähig, die kranken Tiere wurden sehr schnell wieder geheilt. Sprechen wir lieber darüber, wie organisches Germanium funktioniert. Wie ich schon vorher erwähnt habe, Germanium kann sehr leicht zu verschiedenen Ionen chemische Verbindungen aufbauen. Es ist pathologisch bewiesen, dass sich organisches Germanium sich an Blutkörperchen bindet. Dadurch kann unser Blut mehr Sauerstoff transportieren. Auch die Wasserstoffionen binden sich gerne an Germanium. Sozusagen, Germanium kann Sauerstoff in den chemischen Prozessen ersetzen. Auch dadurch können weitere Sauerstoffmoleküle entlastet werden, sodass sich die Sauerstoffzufuhr der Zellen verbessert. In den Gebieten, wo vorläufig Sauerstoffdefizit auftritt, kann Germanium die Zellen dank seines großen elektrischen Potenzials energetisieren, praktisch am Leben erhalten. Komischerweise kann man diese Wirkung sogar spüren. Viele Patienten haben berichtet, dass sie nach dem Verzehr von Germaniumlösung ein angenehmes Kribbelgefühl gehabt haben. Sehr interessant, dass die Patienten des Germanium-Klinikums in Japan, die Herzinfarkt oder Schlaganfall gefährdet sind, immer ein Gläschen Germaniumlösung bei sich tragen. Wenn was passiert, müssen die Anwesenden die Lösung dem Patienten zum Trinken geben und er ist gerettet. Ich bin ein ehemaliger Mechaniker und LKW-Fahrer, so ist es mir sehr rätselhaft. Aber wenn wir in eine leere Autobatterie ein wenig Germaniumlösung füllen, können wir das Auto sofort starten. Das ist eine Tatsache, jedoch wissenschaftlich schwer zu bestätigen. Das liegt ganz sicher daran, dass das elektrische Potenzial von Germanium die Batterie auflädt. Experimente an Mäusen und am Menschen bestätigen, dass die Interferonproduktion nach einer Germaniumbehandlung steigt. Interferon schützt gegen Viren und gegen Krebs. Germanium stimuliert die Makrophagen, die die Aufgabe haben, alle schädlichen Zellen zu vernichten, Bakterien, Viren, Krebszellen und so weiter. Die Makrophagen können das Wachstum von Tumoren verhindern, wenn eine genügende Anzahl von ihnen vorhanden ist. Ich hoffe, dass alle von euch meinen Vortrag bis jetzt folgen konnten und das ist nicht langweilig war. Jetzt gehen wir noch höher. Wir sprechen jetzt über die Erklärung aus der Quantenphysik, über die Wirkweise des Germaniums. Bitte nicht aus dem Webinarraum flüchten, gell? Physikalisch ausgedrückt ist der Mensch, wie die Quantentheorie entdeckt hat, ein Aggregat ultrawinziger elektrisch geladener Partikel. Der Tod kann man auch so definiert werden, der Zustand des Körpers ohne elektrisches Potenzial. Immer mehr Geräte in der Medizin basieren auf der Messung von elektrischem Potenzial der verschiedenen Körperteile. Jede Masse elektrischer Partikel hat natürlich ihr eigenes elektrisches Potenzial. Gehirnstörungen werden durch Gehirnwellen diagnostiziert. Dasselbe Prinzip gilt für die inneren Organe. Es gibt ein spezifisches Potenzial für Magen, Leber, Herz und so weiter. Ist eines von Krankheit befallen, ändert sich natürlich sein elektrisches Potenzial. So gesehen, wenn wir das gesunde elektrische Potenzial wiederherstellen können, wird das Organ wieder gesund funktionieren. Zum Beispiel die Krebszellen haben ein hohes elektrisches Potenzial. Vielleicht ist das der Grund, warum sie sich so schnell verbreiten können. Organisches Germanium als Halbleiter leitet die überflüssigen Elektronen ab, sodass die entartete Krebszelle wieder gesund funktionieren muss. Stellt euch vor, mit organischem Germanium kann man sich auch betäuben.
Der Schmerz ist eigentlich eine winzige kleine Strömung der Elektronen von der Stelle, wo das wehtut, in Richtung Gehirn. Die Wirkungsweise der Anästhesie ist, dass wir den Weg der Elektronen blockieren. Das heißt, es tut immer noch weh, aber wir fühlen das nicht mehr. Auch Germanium kann diese Elektronen an sich binden, und zwar ohne jegliche Nebenwirkungen, auch bei Dauereinsatz. Das ist ein großer Vorteil für die Verwendung der Halbleiter in der Medizin, weil es heutzutage kein Medikament mit Halbleitereigenschaften gibt. Germanium hat noch eine wichtige Eigenschaft. Weil Germanium Halbleiter ist und kein Metall, sammelt es sich im Körper nicht an. Innerhalb von 20 bis 30 Stunden verlässt es den Körper und nimmt alle Schwermetalle, die sich im Laufe der Jahre angesammelt haben, mit. Auf der Folie symbolisiert der Amboss die Schwermetalle, weil so ein Amboss ein ziemlich schweres Metallstück ist. Diese Metalle wie Quecksilber, Blei oder Cadmium sind so gefährlich, weil sie sich über Jahrzehnte lang in uns ansammeln und diese Dosis verursacht dann Beschwerden. Organisches Germanium bindet diese an sich und nimmt sie bei Verlassen des Körpers mit nach draußen und reinigt dadurch den Körper. Der größte Vorteil ist, dass Germanium den Körper spurlos verlässt. Es bleibt gar nichts zurück, was Nebenwirkungen verursacht. Dr. Assay hat beobachtet, dass organisches Germanium besonders bei Zivilisationskrankheiten sehr wirkungsvoll ist. Zum Beispiel bei Herz- und Kreislaufproblemen oder Krankheiten der Bewegungsorgane oder des Nervensystems wie Parkinson und Alzheimer. Das Schönste ist, dass es in vielen Fällen Erleichterung gebracht hat, wobei die Patienten mit Medikamenten gar nicht ansprechbar waren. Und das ist noch nicht alles. Wir haben mehrere Theorien, wie oder durch was der Alterungsprozess ausgelöst wird. Das eine ist, dass die sogenannte Amyloidase des Alterns vorantreibt. Unter Amyloidase versteht man eine Anreicherung von abnorm veränderten, unlöslichen Proteinketten, die sich mit der Zeit im Zwischenraum der Zellen ansammeln. Experimente mit Mäusen haben bewiesen, dass organisches Germanium das Auftreten der Amyloidase verhindert und so dem biologischen Altern entgegenwirkt. Wir können also Germanium als Lebenselixier bezeichnen. Dr. Assay als gläubiger Mensch hat Germanium nie als Medizin, vielmehr ein Geschenk Gottes angesehen. Er hat es für ein Mittel gehalten, das uns der Herrgott gegeben hat, damit wir unseren Leiden lindern können und wir unsere Gesundheit erhalten können. Aus seiner Sicht ist Germanium ein Werkzeug, um unsere Heilkräfte zu aktivieren, womit unser Körper sich selbst heilen kann. In seinem Buch schrieb er, dass der Glaube, der Wille, wieder gesund zu werden, unerlässlich für eine erfolgreiche Heilung ist. Die richtige Ernährung, der richtige Lebensstil ist natürlich weiterhin sehr wichtig. Germanium kann uns nur helfen, wenn auch wir auf uns aufpassen. Und jetzt kommt die Frage aller Fragen, wo kann man Germanium bekommen? Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Das Original GE-132 kann man nur in Japan kaufen, aber die Gesetze verbieten es, nach Europa zu importieren. Nicht mal für Eigenbedarf. Ein Bekannter von mir hat es zweimal versucht und zweimal hat er 1500 Euro Strafe zahlen müssen. GE-132 enthält zu 42% organisches Germanium und wurde als Nahrungsergänzung eingestuft. Die Webseite von Dr. Assay habe ich aufgeschrieben und das Bild auf der Folie stammt von dort. Ihr müsst euch auf diese Schriftzeichen vorbereiten, dort findet man nicht mal englische Schriften. Ich habe noch eine Quelle für GE-132 gefunden, wo Privatpersonen nicht nur Arzneimittelhersteller einkaufen können. Das ist germanium.net. Ein Kilo kostet 2749 Dollar. Die Sanum German Substanz enthält 17% Germanium, wird in Deutschland hergestellt, ist aber in Deutschland nicht zugelassen. Auf der Webseite der Hersteller steht, dass man das Produkt nur in Niederlanden kaufen kann. Wenn man auf den Link klickt, landet man auf eine flämischsprachige Webseite, wo man auch nicht bestellen kann,
Aber dafür finden wir einen Link, der zur Herstellerwebseite führt. Und wir sind wieder dort, wo wir begonnen haben. Das Germanium-Lactocitrat enthält 10% Germanium. Ich habe aber keine Quelle gefunden, wo man es sich zumindest angucken könnte. Wie man sieht, diese Substanzen enthalten immer weniger Germanium. Wenn man lange sucht, findet man einige Hersteller, die organisches Germanium anbieten. Es ist aber fraglich, wie viele Germanium diese Präparate enthalten, wenn sie frei zu kaufen sind und die anderen, die originellen, nicht. Ich bin ziemlich skeptisch. Ich meine, für uns DXM-Partner ist es das Einfachste, wenn wir unsere Ganoderma-Produkte zu uns nehmen. Organisches Germanium ist einer der 400 Wirkstoffe, die der Ganoderma-Pilz enthält. Wenn Dr. Asai recht hat, dass hinter jeder Krankheit ein Sauerstoffdefizit steckt, dann haben wir die Erklärung darauf, warum Ganoderma immer helfen kann. Aber wie auch Dr. Lim sagt, die Dosis ist sehr wichtig. Zum Beispiel steht im Buch von Dr. Asai, dass wir mit unserer Nahrung 1 bis 3 Milligramm Germanium täglich zu uns nehmen können. Aber die Empfehlungsdosis 20 bis 1500 Milligramm wäre. Und unter 20 Milligramm kann man keine Besserung erwarten. Ich habe leider keine Information darüber gefunden, wie viel Germanium eine GL- oder RG-Kapsel enthält. GL-Kapseln enthalten ungefähr viermal so viel organisches Germanium wie RG. Aber wenn jemand die 6 Pärchen davon für zu viel hält, denken wir an diese 20 Milligramm. Ich bin am Ende meiner Vorführung. Ich empfehle für euch, das Buch von Dr. Asai zu kaufen. Ihr könnt euch freuen, wenn es überhaupt in eurer Muttersprache gibt. Im Buch sind unzählige Krankengeschichten, die die Nützlichkeit von organischem Germanium unterstützen. Auf die Frage, warum wir GE132 nicht kaufen dürfen, kann sicher jeder von uns antworten. Ich danke, dass ihr da wart. Ich wünsche einen schönen Abend.